Ich bin so weit, wenn du es bist. Auf den Feldern Havannas ist die Luft zu dieser Jahreszeit feucht und heiß. Es kann schütten, tagelang. Ich legte mich oft ins Gras, sah den Himmel an und ließ die Tropfen auf mich niederprasseln. Zu Hause war ich völlig durchnässt. Ich roch nach Salz und Erde. Meine Mutter machte das wahnsinnig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich vermisse es. Ich vermisse mein Zuhause. Was vermisst du? Ich vermisse das Haus. Es sprühte vor Leben. Tagsüber Kranke, die meine Mutter um Hilfe baten. Nachts unsere Freunde und Nachbarn. Essen und wilde Debatten. Wir hatten nicht viel. Aber wir teilten es mit jedem, der hungrig am Tisch Platz nahm. Mein Vater war berühmt für seinen Gombo. Das vermisse ich. Und ich vermisse das warme, klare Meer. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht wäre es schön, zurückzukehren. Für eine Weile. Du meintest doch immer, du willst nicht sesshaft werden. Vielleicht ja doch. Mit dir. Ich glaube, das würde mir gefallen. Ich glaube mir auch. Danke, dass du trotz allem nicht von meiner Seite gewichen bist. Danke für alles. Auf ins letzte Gefecht. Mit dir immer. Was ist? Ich glaube, meine Vergangenheit holt mich ein. Lass uns weitergehen. Bleib wachsam. Du ziehst noch immer Schemen an. Wunderbar. Du hast dich ebenfalls für die Schule entschieden. Natürlich. Unsere letzte gemeinsame Nacht. Wusste ich's doch. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kommen wir dahin? Mir gefällt deine Puppe. Was machst du da? Das ist Alera. Sie ist eine Hexe, die vor den spanischen Soldaten davonläuft. Sie hat ein Pferd gehabt, aber das ist tot. Sie hatte das Pferd sehr gern. Vielleicht können wir ihr ja ein Floß basteln. Ich bin Anthea. Und wie heißt du? Zum Teufel damit. War das ein Echo? In der Leere? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen.
Geduld, Antea. Du weißt doch, wir müssen immer doppelt so brav sein wie sie, damit wir wenigstens die Hälfte von dem kriegen, was sie kriegen. Ich mag sie nicht mehr. Meiner Kindheit. Aber wieso sind sie hier? Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Du kannst mich euch. Ich glaube, wir haben uns gut gemacht. Das war's für dich. Da drüben. Ein Durchgang. Die Wege ändern sich ständig. Dein Durchgang ist schon wieder verschwunden. Dieser Ort hat etwas für uns geplant. Und ich vermute mal, es wird uns nicht gefallen. Nur wir beide sind hier, Antea. Mist. Die Lehre fokussiert sich auf uns. Vielleicht hast du an die Vergangenheit gedacht und jetzt manifestieren sich deine Erinnerungen. Oder genau andersrum. Versuch es noch einmal. Ich bin immer noch hier. Ich bin bereit. Ruby. Was? Kalindra ist hier. Deine Freundin aus Kindheitstagen? Zumindest gab sie sich als solche aus. Gut. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Erklär's mir später. Verbrennen Sie. Verbrenn deine
Unser Haus ist abgebrannt. Aber wir haben überlebt. Ich verbannte sie damals, ohne zu wissen, wie. Ich wusste ja nicht einmal, was sie war. Sie... Es ist hier. Und es führt uns an einen Ort, an den wir nicht gehen wollen. Befreie dich, Antea. Lass das Feuer deine Ketten schmelzen. Achtung, Red. Es ist ganz in der Nähe. Dass wir uns hilflos fühlen. Ich werde mich an deiner Seele satt essen. Damals hast du gewonnen. Nie wieder. Nie wieder. Komm und spiel mit mir, Antea. Komm raus und spiel. Du wirst diesen Ort nie wieder verlassen. Kann man das Feuer nicht umgehen, muss man mittendurch. Armer kleiner Antea, ganz allein. Niemanden zum Spielen, niemanden zum Reden. Armer Antea, gesegnet und talentiert, eingeschnürt, gefesselt, verlassen. Geh zum Teufel. Und töricht und ach, das Töten übernimmt er für dich. Du bist das Gift, das das Gute im Herzen deines Mannes tötet. Dieses Wesen dient dem Aralu, Red. Ignorier es. Verdammt seist du. Du willst spielen, Kalendra. Gut, lass uns spielen. Nach Ewigkeiten besuchst du Kalendre, deine allerbeste Freundin. Wir sind keine Freunde.
Und dein Name ist nicht Kalendre. Vielleicht sollte ich mich so nennen wie das, was mich herführte. Deine Traurigkeit? Deine Einsamkeit? Deine Arroganz? Ich habe nur eine Frage. Wieso ich? Ich habe dein Rufen gehört. Deine Seele ist so mächtig. Wie hätte ich da nicht antworten können? Oder zum Spielen kommen? Das funkelnde Verlangen in deinem Herzen hat mir den Weg gezeigt. Ich musste ihm nur folgen. Ich musste dich mir nur krallen. Du bist gescheitert. Ich gewinne. Sieh dich doch nur an, Anthea. Betrachte den Mann, den du liebst. Schau, was du ihm angetan hast. Das nennst du Gewinn? Es gibt noch mehr von deiner Sorte, stimmt's? Was macht also ein manipulativer Dämon wie du in der Leere? Warum treibst du dich nicht im Lebendreich herum? Denn die Frau, für die du tötest, ist schuld, dass ich hier bin. Weil sie mich verbannt hat. Sag mir, Rory vom Clan McWraith, wie fühlt es sich an, wenn man feststellt, dass man die Frau, die man liebt, kaum kennt? Wenn man nach all den Jahren zusammen von Dingen erfährt, die sie einem nie erzählt hat. Finstere Dinge, die ihre Seele fest umklammern. Ich liebe Anthea bedingungslos. In der Tat. Deine blutigen Hände beweisen das eindrücklich. Warum hast du uns hierher geführt? Was willst du von uns? Du darfst nicht mit ihr sprechen, Rory. Vorsicht, meine Kleine. Die Vorstellung, deinen kleinen Schatz in Stücke zu reißen, ist gerade noch interessanter geworden. Es wäre ein Jammer, wenn du so schnell verletzt würdest, nur weil du ihn retten willst. Aber, Moment. Das ist dir schon geschehen, nicht wahr? Das reicht jetzt. Seid beide still. Deine alten Tricks wirken bei mir nicht mehr, Kalendre. Ich bin jetzt stärker. So viel stärker. Eine mutige Behauptung für eine äußerst tote Verbannerin. Damals war ich ein kleines Mädchen. Du hast mich ausgenutzt, mich manipuliert und mir eingeredet, das sei Liebe. Egal wie arrogant oder wütend ich war, du hast mich verändert, mich entstellt. Ich habe meine Heimat verlassen. Ich bin vor allem davongelaufen. Ich dachte, ich müsste allein sein, um dich für immer fernzuhalten. Mir verzeih ich das. Aber dir, Kalendre? Nein, dir verzeih ich nichts. Was wirst du tun, wenn du das Bewusstsein deines Liebsten geopfert hast, um deinen Körper zurückzugewinnen? Verzeihst du dir dann auch? Die Seelen, die wir verbannen, landen in der Leere. Das weiß ich jetzt. Ich bemitleide sie. Ich bemitleide dich. Damals hätte ich dich vielleicht gebraucht, heute nicht mehr. Weder für mein eigenes Seelenheil, noch für irgendetwas anderes. Anthea, Anthea. So ein gerissenes Mädchen. So gut im Umgang mit Machtworten. Hast du deinen kleinen Wicht hier auch so um deinen Finger gewickelt? Mein Name ist Nasuko und ich bin die unermüdliche Dienerin der Königin von Pur. Was zum Teufel? Komm, bleib noch eine Weile, bleib für immer. Hey, das ist Betrug.
Wir müssen uns auf den Klagegeist konzentrieren. Dann können wir dem Ding zeigen, was Schmerzen sind. Ich stehe bereit. So viel wie du schwach bist, du hast dich nicht verändert. Das ist mein Wald! Ich habe dich schon als Kind besiegt. Erinnerst du dich? Wir sind noch nicht fertig. Noch so leicht an der Nase herum. Dieses Mal werde ich mir deine Seele schnappen. Dämon, unser Spiel ist noch nicht beendet. Die kleinen Tier brauchen nach wie vor eine Schuld zum Abwehr. Aber nicht deine. Junge, Junge. Ich habe dir nie die ganze Geschichte erzählt.
Tut mir leid. Muss es nicht. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Wir sind da. Vorwärts. Keine Zeit mehr zu verlieren. Hat der Efeu die ganze Stadt überwuchert? Ihr Einfluss muss immer noch gewaltig sein. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag bricht an, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute haben keine Ahnung, mit was sie es zu tun haben. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns erwarten würde. Du bist gestorben, weil ich so arrogant war. Das bin ich. Und das warst du. Ich erledige das Herz, du die Wurzel. Thank you.
Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Achtung! Ein Femenadras hier sitzt. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Geh nicht so dumm rum. Bereit für den Einsatz. Die Predigt über die Heiligkeit der Ehe ist längst überfällig. Esther würde es nicht wagen. Und wir brauchen kein Stück Papier, um zusammenzubleiben. Ja, ich weiß noch, wie du es ihr sagtest. Ich vermisse uns. Bald sind wir wieder zusammen. Wir werden wieder zusammen sein. Für immer. Für immer. Ich kann Licht sehen. Wie? Ist Esther etwa immer noch hier? Hallo? Jemand zu Hause? Sei doch nicht so. Wir haben doch schon darüber gesprochen. Esther? Rory? Seid ihr... Bist du hier? Bist du wirklich hier? Ja. Ich bin hier. Wart ihr die ganze Zeit über alleine hier? Nein, nicht alleine. Charles besucht mich ab und zu, um zu reden. Das ist nicht Charles. Charlie ist aufgestiegen. Erinnert ihr euch? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist alles so verschwommen. Verwindet man je wirklich den Verlust wahrer Liebe? Esther, weißt du, wer ich bin? Antea, ja? Ich kenne euch. Ihr kommt zu Red, wie Charles zu mir. Wie liebenswürdig ihr doch seid. Liebste Esther, ich bin gestorben. Ich bin ein Geist. Wisst ihr, ich hätte so gern mit euch dreien gespielt. Geister und dergleichen gejagt. Ich lerne schnell. Aber nicht heute. Heute ist wie ein Traum. Was ist mit New Eden geschehen, während wir weg waren? Oh, sie sind alle weg. Ich wollte nicht mitgehen. Sie hat mich bleiben lassen. Sie? Deborah? Sprecht ihren Namen nicht aus. Das macht sie zornig. Sie ist jetzt viel stärker und eure Wiederkehr macht sie wütend. Wir sind wegen Antheas Körper hier. Er ist ihre Kette.
Und der Albtraum hat ihn. Ja. Ihr Körper macht sie zur Geisel. Ihr Fleisch ist ihre Fessel. Charles hat mir alles darüber erzählt. Wir müssen die Kette zerstören, um Antea zu befreien. Sie wird die nicht hergeben. Ihr werdet sie vernichten müssen. Aber wenn sie fort ist, ist auch Charles fort. Das will ich nicht. Ganz und gar nicht. Wir sind nicht hier, um sie zu ärgern. Auch nicht, um sie anzugreifen. Antea will nur, was ihr gehört. Beim letzten Mal seid ihr mit dem Leben davongekommen, Red. Denkt ihr, sie wird das noch einmal zulassen? Ich hoffe es doch sehr, ja. Sie wusste, dass ich zurückkommen würde. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Wer von uns hat denn eine Wahl, wenn der freie Wille eine Lüge ist? Keiner. Wir schenken einander Funken der Hoffnung, aber sie verglühen in der Finsternis. Was geht da oben im Haupthaus vor sich? Darüber stelle ich keine Fragen. Und das solltet ihr auch nicht. So denken, dass wir hier einst Gottesdienst hielten. Dass Charles hier seine Predigten hielt. Ausgerechnet hier. Was erwartet uns im Haupthaus? Das wisst ihr. Ihr wisst, wer dort lauert. Hinter den unheimlichen Ranken. Das Haupthaus ist jetzt ihr Garten. Ihr Hass sitzt tief. Und ihre Schlingpflanzen ranken sich durchs ganze Land. Wie der Blutbaum, der eurem Herzen entwächst. Alle Dinge gehen einmal zu Ende, ob gut oder schlecht. Das Haupthaus ist nur ein Ort. Und wir werden ihn aufsuchen und das beenden. Ihr seid ein guter, tapferer Mann, Red McWraith. Ich werde euch nicht vergessen, wenn ihr fort seid, wenn ich nicht alles bis dahin vergesse. Können wir über Deborah sprechen? Nehmt ihren Namen nicht in den Mund. Sie hört euch. Sie hört unsere Gedanken. Soll sie ruhig. Die Wahrheit darf man nicht fürchten. Wahrheit ist Freiheit. Eine Geschichte kann erst mit der Wahrheit enden. Red, ihr seid ein treuer, treuer Freund. Aber es gibt keine Wahrheit, die nicht wie ein Albtraum scheint. Und beide lassen sich nicht unterscheiden. Ich bin ein Geist und Geister haben keine Träume. Das ist real. Wir sind hier und du bist es ebenfalls. Das verspreche ich dir. Vielleicht ist nichts von all dem echt. Vielleicht ist das alles nur ihr Traum. Vielleicht ist das der Fluch. Ja, und vielleicht ist das Leben ein Traum, aber verdammt, ich hoffe es nicht. Auch New Eden war ein Traum. Wir träumten von einem Stückchen Himmel auf Erden. Stattdessen hat sich die Pforte zur Hölle geöffnet. Nichts kann sich der Wahrheit widersetzen. Und selbst die Macht eines Albtraums muss Grenzen haben. Aber was, wenn diese Grenze ganz New Eden umfasst? Wenn sie hier allmächtig ist und es kein Entrinnen gibt? Was geschehen wird, wird geschehen. Und wenn wir erfolgreich sein werden und das Land befreien, was wirst du dann tun? Ich werde nach London zurückkehren. New Eden ist verloren. Jetzt und für die nächsten Jahrhunderte. Lebt wohl, Esther. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ja, vielleicht. Es ist so angenehm, mit neuen alten Freunden zu sprechen. Hin und wieder und wieder. Thank you.
Es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Daran ist der Albtraum schuld. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist ihre Festung. Fertig sind, sollten wir uns mit dem nächsten Schiff an einen warmen und sicheren Ort aufmachen, wo sich keine Geister herumtreiben. So einen Ort gibt es nicht. Aber die Idee gefällt mir. Das Ritual der einfachen Wiedergeburt. So etwas habe ich noch nie durchgeführt. Ich auch nichts. Aber wenn du es tust, könnte alles wieder so sein wie zuvor. Und doch wird nichts wieder je so sein wie zuvor. Es ist Zeit. Du hast mir immer noch etwas zu sagen, nicht wahr? Ich hatte dir gesagt, du sollst vorsichtig sein. Und doch bist du genau in ihre Falle gelaufen.
Das war mein größter Fehler. Er lastet so schwer auf mir für den Rest meines Lebens. Anthea, es tut mir leid. Mir auch. Es tut mir leid, dass ich es dir übel nehme. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher gesagt habe. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Halt den Schemen auf, bevor er von der Leiche Besitz ergreift. Beweg dich weg. Pisst euch! Ich schlitze das korrumpierte Herz auf. Du nimmst die Wurzeln aufs Korn. New Eden leidet. Wir leiden. Meine Freunde, ich habe erschreckende Neuigkeiten. Unter uns wandelt eine Hexe. Ist es nicht so, Deborah Cominius? Legt sie in Ketten. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Ich bin keine Hexe! So hat also alles begonnen. Ja. Mit ganz gewöhnlichem Bösen aus den Herzen furchtsamer Menschen.
Komisch, wieder hier zu sein. Es ist merkwürdig, wieder hier zu sein. Es ist merkwürdig, in der Nähe des Ortes zu schlafen, wo du gestorben bist. Und doch solltest du schlafen. Du hast es nötig. Du kannst nicht zweimal im selben Fluss baden. Es ist nicht mehr derselbe Fluss und du bist nicht mehr derselbe Mensch. Und doch wird nichts wieder hier wie zuvor sein. Was mir allerdings mehr Sorgen macht, ist das Ritual, mit dem ich dich zurückbringen soll. Mit so etwas habe ich keine Erfahrung. Ich ebenso wenig. Wir müssen wohl einfach darauf vertrauen, dass es funktioniert. Und dass du zurückkommst. Wohl oder übel. Du hast mir gesagt, dass du mich verachtest. In jener Nacht, in diesem Raum, da mahnte ich dich zur Vorsicht. Ich hatte Angst, du würdest überstürzt handeln. Ich warnte dich. Es war zwecklos. Ich dachte, du wärst ohne mich zum Haupthaus aufgebrochen. Ich bin gestorben, um dich zu retten. Deshalb bist du also zurückgekehrt. Aus Verachtung. Ich war wütend auf dich. Die Wut ist noch da. Ein Teil von mir verachtet dich noch immer. Wegen der Schmerzen und der Angst, der Qualen meines Todes. Anthea, es tut mir aufrichtig leid. Ich weiß. Aber bald schon werde ich zurück sein. Dann baden wir beide in diesem neuen Fluss. Gemeinsam.